Die Moderne ist nicht vom Himmel gefallen. Es gab Wege dahin. Die Moderne um 1900 war eine Mission. Es gab Künstler, die Van de Velde, für sie war es eine Aufgabe, eine moderne Gesellschaft mit zu begründen. Es gab einen unglaublichen Aufbruch. Besonders stolz bin ich natürlich auf die Möbelensembles, die Interieurs von Van de Velde. Wir stellen die Kunden vor. Das macht es ja irgendwo auch sinnlicher, dass man erfährt, wer hat eigentlich in diesen Möbeln gewohnt und warum hat er das gemacht. Besonders gern mag ich den Raum zu Harry Graf Kessler, wo wir die große Kunst um 1900 zeigen, also wirklich die Starstücke. Und in diesen wunderschönen blauen Raum haben wir die Nachbauten von den Originalstühlen aus den Kessler-Ausstellungen gestellt. Und man kann sich in diese Stühle setzen und kann einfach nur in den Bildern versinken.